internationale Solidarität. Homo, Unio, internationale Solidarität. Okay, und dann gibt es hier noch eine Erklärung der Kommunistischen Partei Portugals, die von 30 kommunistischen Parteien weltweit unterstützt wurde. Wir verurteilen nachdrücklich die Eskalation der Einmischung und Erpressung durch die EU gegen die Bolivarische Republik Venezuela, die mit dem Putschversuch der Selbstverkündung eines Marionettenpräsidenten abgestimmt und abgestimmt ist. Dieser Putschversuch wurde von der Trump-Regierung inszeniert und befohlen und ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Wir lehnen die unzulässige Erklärung der EU ab, mit der die Anerkennung des von den USA geschaffenen Präsidenten stattfindet. Dies geschieht im Einklang mit dem Staatsstreich von 2002, dem Boykott und den Terroranschlägen und den wirtschaftlichen, finanziellen, politischen und diplomatischen Maßnahmen, die angedroht werden. Weiter eskaliert durch die Blockade und die illegale Konfiszierung von Vermögenswerten und finanziellen Ressourcen, die die Grundlage für die wirtschaftlichen Probleme Venezuelas und die Nöte seiner Bevölkerung bilden. Das ist unterzeichnet worden von der Kommunistischen Partei von Zypern, von der Tschechei, Dänemark, der Deutschen Kommunistischen Partei, der Griechischen Kommunistischen Partei, Ungarn, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Spanien, Katalonien, der Galizische Nationale Block, die Britische Kommunistische Partei von Belgien, Finnland, Irland, die kommunistischen Parteien, die italienische kommunistische Partei, die französische kommunistische Partei, Italien, Schweiz, Österreich, Frankreich und Mexiko. Ja, vielen Dank, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr heute alle da wart. Ich gebe euch jetzt eine Mitteilung, die irgendwie zu nichts Bösem oder Schlechtem oder Gefährlichem anregen soll, sondern es ist einfach nur eine Information. Die Contras sollen heute angeblich am Alexanderplatz gegen 17 Uhr sich da einfinden. Das sind die Herrschaften, die diesen komischen Guaido da unterstützen wollen. Und das ist jetzt einfach nur eine Information, die ihr, wie gesagt,